Den Blocktyp oder die Ressourcentypen? Ja, der Weil du musst ja. Blocktyp. Ach so, nee. Du hast doch nur bestimmte Ressourcen in dem Block drin. Nee, Du eben kannst. nicht. Also du kannst in einem Sandblock Gold, Silber und was weiß ich, was noch kommt, in Kombination drin haben. Richtig, aber das ist für einen Sandblock eine bestimmt festgelegte Kombination. Nee. Du willst, ja, irgendein Algorithmus wird es bestimmen, wie viel dort drin ist. Ja, aber es können Sei es ein WorldGen unterschiedliche. oder sonst was. Das heißt, du kannst ja dann speicherst du dir halt nur den Seed für den Generator, um dir zu generieren, was da für Ressourcen drin sind. Weil die Ja. Ressourcen brauchst du echt erst generieren, wenn sie rausploppen. Oder Ja, aber die. abgefragt werden oder sowas. Ja. Aber die müssen trotzdem irgendwo sein. Also die musst du ja trotzdem speichern. In dem Moment, wo du sie zum ersten Mal abfragst. Und dann gibt es nachher vielleicht Werkzeuge, die nur die Ressourcen raushauen oder. Keine Ahnung, die das Ganze manipulieren. Also das ist auch nicht auf den Blocktypen beschränkt. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur die Kombination Sand-Gold gibt und Stein-Kohle, sondern Kohle kann grundsätzlich überall drin sein, in beliebiger Konzentration. Also es ist quasi nochmal, Auch wenn ich jetzt einen Blatt zerschlage, kann da Kohle rausfallen. wenn der Zufallsgenerator oder der Ressourcengenerator das so bestimmt, ja. Also bisher. Ja gut, aber dann reicht es doch trotzdem, dass du, wenn du hast ja den Blocktyp in der einen Liste und speicherst halt nur den Generator-Seed für diesen jeweiligen Block weg. Und was passiert, wenn das manipuliert wird? Also angenommen, ich habe nachher ein Werkzeug, das den Block nicht kaputt macht, sondern die Kohle raus extrahiert. Und dann bleibt der Block übrig mit weniger Kohle und dann hilft dir der Seed nicht mehr. Dann sind wir wieder an der Stelle, dass wir sagen, wir haben manchmal Blöcke, die unglaublich viel Information speichern müssen. Ja. Das ist natürlich auch wieder die Frage, ob wir das überhaupt zu dem Block speichern müssen oder ob das eine separate Liste sein kann mit einer Referenz auf den Block. Also, dass man dann einfach. Ja, dass du halt nur eine ID hast. Genau. Und die speicherst du in der Meta-Info und dann guckst du in irgendeiner Ressourcentabelle nach, falls dieser Block manipuliert wurde, schmeißt du da die ID rein und dann kann das Scanning-Tool das irgendwie machen. Aber Richtig. das sind ja Sachen, die passieren ja nur einmalig, wenn ich mit diesem Block interagiere. Ja, im Grunde ja. Und Oder damit wer. kann dort ein extra Lookup. Es geht ja darum, dass wir diese Standardabrufe möglichst gering halten. Ja, verstehe. Deswegen, also ich sehe eigentlich eine zweite Tabelle, die nichts anderes tut, als Ressourcen zu speichern, mit einer Referenz auf die Blocks. Das ist quasi so ein zweidimensionaler Array, der die Ressourcennummer speichert auf die. Aber das ist halt, ja. Das kann viel werden, das weiß ich schon. Da hat Julian ja auch schon geschimpft, als wir das designt haben. Dass das irrsinnig viel Daten werden. Ja, die kannst du, glaube ich, ganz smart verwalten. Naja, wie mit einem zweidimensionalen Array sehe ich das jetzt gerade. Du kannst auch eine eindimensionale. Ach so, doch, eins für die Ressourcen und eins für Den Block-Lookup, den Block damit da. du halt nicht die Liste durchlaufen musst, sondern du halt direkt mit dem Block-Index arbeiten kannst. Ja, na, da würde ich dem Block in den Metainformationen direkt den Index abspeichern, mit dem er aus der Ressourcentabelle sich das holen kann. Na, das kann ja grundsätzlich derselbe Index sein, den er auch in dem Block-Array hat. Also die Blockposition einfach. Ach, dass du im Chunk nochmal einen Array hältst, wo diese ganzen Informationen. Und Richtig. nochmal ein Array mit Informationen drin ist. Genau. Oh, das wird ja wahnsinnig viel. Naja, wenn da keine Ressourcen sind, dann hast du einen leeren Array. Und beim Serialisieren kannst du das ja alles klein halten. Ach so, ja, dann schmeißen wir da 0 rein, wenn da nichts drin ist. Richtig, genau. Also es ist kein zweidimensionales Quatsch. Also ein Array in einem Array. Ja. Also ein Array Es of ist zwar Array. blöd, wenn es voll ist, dann müsste man gucken, was häufiger passiert, dass es voll ist oder dass es. Leer ist. Sehr wahrscheinlich werden die meisten Blöcke keine Ressourcen Ja, haben. dann ist 0 besser. Weil wenn die oft voll sind, dann kann man auch ein mehrdimensionales nehmen, weil das ist im Lookup 30% schneller, als wenn du zwei Arrays abrufst. Naja, das Problem ist ja, bei einem zweidimensionalen Array hast du die zweite Dimension festgesetzt für alle Blöcke. Ach so, ja, gut. Und bei Stimmt, einem dann Array passen im ja wieder Array deine. kannst du beliebig Ja, da viele. kannst du jedes beliebig lang machen. Genau, deshalb. Gut, na dann bereiten wir doch schon mal unseren I-Chunk vor auf. Und get resources eigentlich, ne? Get block resources. Aber auch da wieder die Frage, dann willst du ja keine Resource-Instanz, sondern du willst ja auch wieder nur einen Index.
Ja, da würde ich eine in zurückschmeißen. Da ist die eine ID und eine Menge irgendwie so. Genau. Ach so, im Int verwurschtelt. Im Int verwurschtelt, ja. Du wirst ja keine Nee, ich 2 will hoch keinen Struct haben. Nee. 64. Nee, ich meine, du wirst ja auch keine 2 hoch 64 verschiedenen Ressourcentypen haben. Nee, ich habe keine Angst, dass das zu viel wird. Vor allem, weil wir gesagt haben, die Konzentration ist ein Prozentsatz, also eine Prozentangabe, also 100. Ja, Dann bist na, du oder bei. 64, das ist schöner. Ja, genau. Dann hast du irgendwie 6 Bit und dann ist das Na. alles. Und dann hast du noch 10 Bit für Nummern. Genau. Nee, was ich mir gerade Sorgen mache, ist halt, dass nämlich, wenn du ein Get hast und halt ein U-Short zurückkriegst, dass du dann halt der das entgegennimmt, halt das Format verstehen muss. Also, passt schon, passt schon. Irgendwann muss man halt, wenn man aus einem Chunk diese Daten rausholt, dann hat man halt erstmal ein U-Short. Und da stecken halt viele verschiedene Daten drinnen. Und das ist halt das, was mich gerade ein bisschen. Na, hier stecken ja nicht viele drin. Nee, hier nicht, aber wenn du jetzt sagst, ein Get Resource oder Get Block Resource, dann musst du ja den Rückgabewert, muss ja sowohl die Ressourcen-ID drinstehen, als auch die Konzentration. Da machst du zwei Static-Methoden in Ressourcen, die das machen. Da machst du Resource.wup und dann spuckt er dir das aus, falls du das wissen willst. Okay. Also doch ein. Also der dir die Int wieder aufklamüsert. In den meisten Fällen brauchst du es ja nicht. Ja, du hast recht. Naja, für den Lookup schon. Also, ich denke jetzt gerade an so ein typisches Beispiel. Ich gehe mit meiner Spitzhacke, mit dem Mauspointer über einen Block und möchte dann halt eine Short-Info drin haben, welche Ressourcen in diesem Block drin stecken. Das, ich denke, das geht nur mit einer ganz komplizierten Maschine. Ich würde das gar nicht groß. Ja, man muss einen Scanner dafür haben, das ist schon klar, aber es muss gehen. Und da überlege Ja, na, gerade, wie. das sind ja Interaktionssachen. Ja. Das ist ja nichts, was passiert, wenn du ein Nee, das passiert nur einmal im Frame und nicht für jeden ja, Block das sind ja irgendwie jetzt hier. Interaktionssachen. Das sind ja nichts, was dauerhaft passiert, wo sowas wie Metadaten abrufen. Da steht halt drin, wie der Block rotiert ist und alles sowas. Das sind halt Rendereigenschaften. Die müssen halt immer da sein. Ja, du hast recht. Okay, passt. Passt. Machen wir so. Gut, wo waren wir? Chunk. Chunk sollte ein Resource Dictionary kriegen. Dictionary. Nee, Ach, mh. Array. Array. Read only. Int. Array. Obwohl, Nee, muss es ein Int Array. sein? Oder hat man nicht gerade ein U-Short gesagt? Ah, doch, U-Short reicht. 16-Bit. Bei den Metadata ja im Prinzip auch, ne? Sehe ich gerade. Nee, da finde ich eine Int 32 gar nicht schlecht. Dann kannst du für jeden Block eigentlich ziemlich viel reinpacken. Okay, ja. Weil Erstmal. ich weiß halt auch gar nicht, ob das nicht reicht, dass du, wenn du die Ressourcen dort reinpackst, dass man die meisten Ressourcen wirst du damit in diese Metadaten reinstopfen können. Weil du wirst ja nicht 30 Ressourcen in einem Block drin haben. Im Worst Case halt schon. Und außerdem Metadata sind für mich Daten, die blockspezifisch sind. Und Ressourcen können halt überall drin sein. Das macht schon Sinn, Ja, die dass wir die sind doch separat. blockspezifisch. Nein, ich meinte nicht instanzspezifisch, sondern blockspezifisch im Sinne von, es kommt drauf an, was für ein Typ Block es ist. Also in den Metadata sind halt grundsätzlich Dinge, die nur von der Block Definition aufgelöst werden können, weil ein Glasblock halt andere Metainformationen hat als ein Wasserblock. Aber Ressourcen sind grundsätzlich Blocktyp unabhängig. Darum ging es mir jetzt. Also das Ressourcen, es spielt keine Rolle, was für ein Blocktyp es ist. Und es können trotzdem Ressourcen drin sein, in beliebiger Konzentration und beliebig. Okay. Das meinte ich damit. Ja, stimmt schon. Gut, na dann, ja, aber Metadaten, glaube ich, wenn wir eine ganze Menge brauchen, zum Beispiel, wenn ein Ofen was verarbeitet, muss er reinschreiben, was er gerade verarbeitet, wie viel. Das macht, glaube ich, eine 32 doch Na gut. ganz praktisch. Dann Okay. kriegen wir da eine Menge rein. Ja, war jetzt auch nur so, weil, ja. Hier brauchen wir ein Feld von U-Short Array. Genau. Resources ist gleich new. U-Short Array von Chunk. Haha.
Wo muss ich denn da jetzt was reinschreiben? Nee. Ins hintere. Zintere. Das, da bin ich jedes Mal verwirrt. Also. Nee, Auch will nicht? er nicht. Ins vordere. Oder? Ja. Okay, na gut. Ich dachte eigentlich U-Short Array von der Länge, bla. Aber gut, dann halt so rum. Siehst du, ich bin auch verwirrt. Dann Warte so. mal. Achso, sehe ich ja jetzt nicht. Ha, hilft mir nichts. Genau, und jetzt brauchen wir hier das mit dem Get und Set Meter, Blockmeter, brauchen wir mit Get und Set Block Resource. Julian hat gar nicht geschimpft bei den Ressourcen jetzt. Sich damit abgefunden. So, Ja, das ist ja. wahrscheinlich wird es keine bessere Variante geben. Er hatte nur, als wir das geplant haben, eingeworfen, dass wir damit potenziell unendlich viele Datenmengen produzieren. Und Können wir dass wir hier das auch. vielleicht irgendwie ein bisschen einschränken sollen. Jetzt beschwert er sich nicht mehr, aber er ist ja eh nicht da. Wenn er da wäre, um Gottes Willen, was wäre ja los? Aber Gott sei Dank. Ach so, U-Short Array, U-Short Array, Ach so, dann musst du sie so ge gesammelt einlesen. Ja, macht das Sinn. Ja, für einen Cache ist es okay, aber ich weiß halt nicht, du später. Ah doch, das passt schon. Damit kommen wir erstmal klar. Nee, eben, beim Rendern sind die uns ziemlich buggy. Naja, ich Na, will ja außer du nichts hältst sagen. deine Maus rüber, aber das ist doch nicht Standard-Rendern. Wir rendern doch da nicht alle Blöcke irgendwelche Nummern drauf, was da drin ist. Das nicht, aber Minecraft zum Beispiel, und das finde ich eigentlich ganz cool, färbt, also da gibt es halt diese Kohleblöcke. Und es wäre natürlich cool, wenn wir. Gut. Wenn das Ding eine hohe Konzentration Kohle hat, machst du beim Genau. Generieren, speicherst du in deine Meta-Infos rein, dass es das aussehen soll wie ein Kohleblock. Richtig. Aber das passiert auch nur Und. einmal beim Generieren des Vertex-Buffers. Das ist okay. Wenn ich mir überlege, wie Nee, viel da Aufwand. musst du ja nicht in die Ressourcen reingucken. Du kannst beim, wenn du den Block erzeugst, kannst du doch in die Metadaten reinschreiben, wie er angezeigt werden soll, wenn es ein Kohleblock ist. Ach so. Dann guckt er vorher in die, guckt er beim Generieren, weiß er, ah, ich habe da jetzt 100 Kohleblöcke reingeschmissen, Kohlestückchen reingeschmissen, rendert den Block mal als Kohleblock. Ja. Aber ich sehe auch kein Problem damit, beim Erzeugen des Vertex-Buffers kurz in die Ressourcen zu schauen. Also überlegen mal, wie viel Performance wir im Moment verschwenden und jetzt durch die Arrays sparen. Dann können wir die doch wieder verheizen für das neu generieren Ja. von Vertex-Buffern. Also ich weiß nicht, ich fände es auch nicht schlimm, wenn das Spiel mal irgendwann eine Geschwindigkeit hat, dass man einen Mod bauen kann und es auch wirklich spielen kann. Ja, ist okay. Ist okay, ich gebe mir Mühe. Julian glaubt, dass wir mit Shadern ganz viel Spaß haben werden. Julian, ich habe eigentlich große Hoffnung, dass wir mit den Shadern nochmal irrsinnig viel Performance rausholen. Also das wird nochmal richtig Du hast cool. mir 30% versprochen. 30% von was? Na, mehr Performance. Also erstmal werden wir 30% mehr Datenvolumen in der Grafikkarte sparen. Davon gehe ich mal aus. Wir werden auch einen Wahrscheinlich. Haufen Performance sparen, dadurch, dass er nicht so viel Speicher blockieren muss. Ja, dem mal. Also Das bringt ja das auch ist noch das. Geschwindigkeit. Wir haben ja gesehen, 18 Sekunden braucht er, weil er die, x-tausend Blöcke instanziert. Ja, und dasselbe passiert in der Grafikkarte auch. Also die ganze, den Vertex-Buffer, den wir da generieren, der ist ja relativ groß. Also da werden wir richtig viel Speicher noch sparen, weil da so viel redundante Infos drin stehen. Das Stimmt, können wir wir. erzeugen jetzt ja für jeden Steinblock dasselbe Modell nochmal, wa? Genau. Das werden wir optimieren, also dass dann Steinflächen zusammengefasst werden. Außerdem stecken jetzt halt in jedem, alleine die Normalvektoren, die da drin stecken, das sind halt jedes Mal vier Floats, die effektiv eigentlich nur sechs Richtungen anzeigen, weil wir ja halt achsenorientierte Blöcke haben. Das heißt eigentlich, die Normals sind immer nur entweder Norden, Süden, Westen, Osten oder oben oder unten. Und wenn ich das zusammenfasse auf 3 Bit, dann geht da schon ein bisschen was. Ja. Also solche Sachen werden passieren. Ich habe mich hier schon wieder verloren, wo wir weitermachen wollten. Block Definition Manager brauche ich, oder? Wir sollten nicht so viel ratschen, hä? Was brauchst du denn? Du willst jetzt den Lookup machen, ne? Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich kann ja mal kompilieren drücken, aber aktuell haben wir 24 Fehler. Okay, 24 geht ja noch. Also was wir halt unbedingt brauchen, ist der Lookup. Also dass man aus einem U-Short die Block Definition kriegt. Ne? Das wäre schon mal was. Und Oder umgekehrt. andersrum. Ja, das machen wir am besten in dieser Block Definition, in diesem Definition Manager da. Was macht denn der?
Oh, get block. Also hier, oh, unser Generator, den müssen wir auch anpassen. Ach du Scheiße. Der darf ja keinen Cent-Block zurückschmeißen, der muss ja jetzt. Julian, Hilfe! Nee, wir machen das Ganze Ja, ein einfach. Wir haben Lookup. Ja, ja. passt schon. Ne, ah, eher 0. Wir wollen ja keine. Ah, wir wollen ja keine Dings blockieren. Feste IDs blockieren ist eine schlechte Idee. Das ist ganz schlecht. Da ist Minecraft ja am Anfang übelst auf die Schnauze gefallen mit. Ja, das will ich auch gar nicht machen. Das Nee. Einzige, was du natürlich machen könntest, wäre, wenn dein Modloader schön mit Roslyn arbeitet und beim ersten Initialisieren, wo er sich alle Blocks lädt, guckt, was er für Blöcke hat und den DLL generiert, wo das statisch alles drinsteht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass da ständig neue Blöcke dazukommen können oder wegkommen. Also das ist ja nur eine Frage der Reihenfolge, wie du die Sachen reinholst. Also, nee. Nee, also was wir machen können, wir können natürlich Konstanten erzeugen für die statischen Blöcke, die wir ohnehin schon immer drin haben. Und die dynamischen werden einfach dazugeholt. Aber ich halte Konstanten Nee, für dann grenzwertig. ja, sollten auch nicht. Das ist was, das kann er machen, wenn er das Spiel lädt, kann er dann mit dem Optimizer drüber laufen und so ein Kram alles machen, kurz bevor er das Spiel startet. Aber sowas muss nicht zur Compile-Zeit passieren. Ja. Wir können natürlich so Sachen wie Luft auf 0 würde ich schon so lassen. Ja, Luft auf Null muss bleiben. Das. Gute Liste der Konstanten jetzt. Ja. Ja, schön. Ja, gut. Dann würde ich im Prinzip in diesem Block Definition Manager, da habe ich ja eh eine List of bla drin. Den brauche ich jetzt mal wieder hier. Block Der ist noch offen oben. Definition Manager. Im Moment ist es eine List, aber das kann auch genauso gut ein Array sein und dann haben wir es im Prinzip auch schon. Ja, eigentlich stimmt es. Ah. Dann müssen wir halt die nullte Stelle erstmal reservieren, aber die restlichen Indexes können wir Arrays dann. Definitions. Und dann halt so eine Lookup, so eine statische Lookup-Methode, die dir halt den Block Definition rausgibt, den Index zurück und umgekehrt. Ach, jetzt müssen wir hier wieder rumtricksen. Nee, du kannst doch die Liste to Array machen, das geht doch. Ach so, stimmt. Nee, ich muss ja erst. Ja, eben, das meinte ich ja mit rumtricksen. Wir müssen jetzt erst hier eine var Definitions erzeugen und können die dann in ein Array klatschen. Dann die Aber ein get addRange instance. kannst du nicht auf Array machen. Nee, aber du kannst die Liste hinten, diese get instances to Array machen. So rum. Ach so, ne, warum hast du denn dann überhaupt da so ein addRange-Krams gemacht? Weiß ich gerade nicht. To Array. Da Ja, war's das doch. ist natürlich. So, das war's doch schon. Fertig. Und jetzt halt die entsprechenden Nee, da mache Lookup-Methoden. ich auch noch eine Zack drauf und jetzt brauchst du schon gar. Warte mal. Warum nicht ein Enumerable? Warum nicht einfach ein Getter? Dann brauchst du da auch kein Lookup drauf machen. Weil da Zeug passiert. Darum. Wieso passiert hier Zeug? Naja, der get instances unten, der macht Dinge. Glaube ich. Initial einmal, ansonsten kriegen wir hier immer dasselbe zurück, weil das static ist. Das heißt, wir können doch auch hier einfach ein get auf das Ding machen. Wenn es mal geladen ist, aber get instances tut Zeug. Ich glaube, da ist ein relativ aufwendiger. Ich glaube, die. Ja gut, dann halt nicht. Ich habe mal irgendwann gelernt, in Property Gettern keinen Scheiß zu machen, sondern nur. Ja. Get for type u int, ach Short. Quatsch, u short Ja, das ist im Prinzip ein Return Definitions. turn Wobei die static sein darf gerne. definitions von, ja, kriegst du gleich type. Obwohl die Frage ist, ob man das nicht mal in Interfaces packt und ein IOC durch einen IOC das laufen lässt. Ja, Ist da habe immer ich. schöner als so static. Ja, das hatte ich anfangs überlegt. Also im Prinzip ist es ja eine Mischung aus beidem, weil diese Get Instances, das, was der Extension Manager macht.
Der macht es im Grunde ja schon. Ja, Also es ist aber dass man sozusagen. halt, man kann sich ja so ein Simple IOC, den kannst du ja mit zwei, drei Zeilen schreiben. Ja, das ist das, was der Extension Manager macht. Get for type, you show type. Was wollten wir? Ach so, den Äußersten rausnehmen, der größte Bit. Also Ja, quasi das machen ein. wir hier. Blocks.type public const type mask ist gleich. U-Short. Ach so. Ist ein 1 Shift 16 quasi. 1 Shift Oder 16. 15? 16, ja. 15, warte. Nee. Oder 15. Quatsch, weder noch. Doch, 16 minus 1. Weil die Maske ist ja immer 1 kleiner. Aber Shift 15. Oder nicht? Weil Shift 0 ist 1. Stimmt, ja, Shift 5. Hey, Shift 15 ist schon. Ja, doch, genau. So. Ja. Es ist schon spät. Type Mask und Update Mask ist dann aber die 16. 15. So. Ja, hier sind alle 1, außer die Jetzt habe ich es linkste und hier ist gerafft, nur der jetzt ist es linkste die 1. Type Mask. Ah, ja, okay, alles klar. Ich habe jetzt versucht zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt die 1 ganz vorne hin. Okay, passt. Dann, deswegen war ich durcheinander. Block Definition Mascha und Blocks.type Mask. Update Mask und ein. Nee, doch, verdammt. Ah, es ist zu spät. Ja, ich merke es ja auch bei mir jetzt gerade. Das ist ein bisschen nach, die Konzentration. Type Mask. Ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Willst du etwa Code einchecken, der nicht kompiliert? Uiuiuiui. Ich kann ja einen neuen Branch machen. Nein, 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 wir merchen das schon, das passt schon. Vielleicht hat morgen einer viel Zeit und Lust, aber ich hoffe, allen, die zuhören, ist klar, was wir jetzt, wie es weitergeht. Es wird halt hier aus jeder Methode kommen halt die. Doch, wir können es ja noch exemplarisch hier bei einem machen. Machen wir doch hier für Get Physical Properties. Ja, dann Die brauche ich wird ja ihn. jetzt in der Block Definition Get Physical Properties und jetzt schmeißen wir hier ein iPlanet Resource Manager int x int y int z. So. Public virtual abstract. Genau. So. Und so sehen die dann alle aus. Und ich würde aber vielleicht das Ganze ein bisschen in ein paar Interfaces, die Interfaces auseinandersplitten. Weil man braucht ja nicht immer alles. Weil jetzt können wir dann auch so eine lustigen Sachen machen wie Public Interface, iUpdate, able. Und da schwupp, tick. Ach so, das sind dann quasi, ist aber quasi iUpdatable Block Definition dann quasi, die ich Ja, dann ja. oben drauf klebe. Ja. Und so kann ich immer alles passend dazu holen, was ich brauche. Und krieg gleich gesagt, wie es implementieren soll, damit er das dann machen kann. Ja, klingt vernünftig. Das ist gut, weil dann können wir nämlich auch gleich im Block Definition Manager rausfiltern, welche eigentlich updatable sind. Dann muss das nicht die Block Definition von sich aus sagen, sondern in dem Moment, wo sie updatable implementiert, ist sie updatable. Obwohl ich noch nicht weiß, ob nicht die Block Definition auch mehrere Blocktypen managen kann. Warum? Obwohl neben mehrere Blocktypen nicht. Ja, ich weiß nicht. Dann hat mehrere Block Definitions. Ja, doch macht Sinn. Aber wir sollten auf alle Fälle das hinkriegen, dass die irgendwie so ein bisschen vererbbar sind und wir so, vielleicht sowas zurückgeben wie Solid Block Renderer als Return-Wert. Ja, die Damit wir Renderer, da hier muss auch. ich mir noch was überlegen, ja.
Weil das hier ist ja nicht das, was wir haben wollen. Also effektiv hätte ich gerne natürlich, wenn die schon von sich aus Vertex-Informationen zum Beispiel zurückschicken. Ja. Oder halt auch so, dass es einfacher ist, eine Blockdefinition zu erstellen, weil ich versucht hatte, da die Leaves hinzuzufügen. Da Ja. machst du 20.000 Zeilen ein und derselbe Code, den du da hin und her kopierst. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ergibt sich ja alles, also es sind ja alles Renderinformationen, die da kommen. Ja, klar. Welche Texturen und so, das muss ja alles nachher gar nicht rein, wenn der Renderer schon die richtigen Sachen liefert. Ja. Aber gut, dann haben wir ja trotzdem ganz schön was geschafft und das Ziel, wie es weitergeht.